Serienbrief in Writer, LibreOffice 7.2. Öffnen Sie den Musterbrief. Öffnen Sie dann das Menü Extras Serienbriefassistent. Es erscheint der Dialog Serienbriefassistent. Markieren Sie Aktuelles Dokument verwenden. Klicken Sie auf den Button Datenquelle austauschen und wählen Sie die Datenquelle und klicken dann auf Festlegen und auf Vor. Bei Dokumenttyp wählen, wählen Sie Brief und klicken auf den Button Vor. Bei Adressblock einfügen, wählen Sie andere Adressliste auswählen, die Musteradressen aus und klicken auf OK. Bei Dieses Dokument muss einen Adressblock erhalten, setzen Sie ein Häkchen. Bei Felder zuordnen müssen Sie noch die Adressfelder zuordnen. Klicken Sie auf den Button Felder zuordnen. Ordnen Sie die Felder zu und klicken auf OK. Unten bei 3.4 sehen Sie, ob alle zugeordneten Adressfelder angezeigt werden. Wenn alle Felder wie gewünscht angezeigt werden, klicken Sie auf OK und den Button Vor. Im Dialog Briefanrede erstellen setzen Sie ein Häkchen bei Eine Briefanrede in das Dokument einfügen und Personalisierte Briefanrede einfügen. Ergänzen Sie noch Spaltentitel und Feldinhalt. Rechts unterhalb der Vorschau können Sie in die nächsten Dokumente springen, um die zugehörige Vorschau zu sehen. Klicken Sie auf den Button Vor. Bei Layout anpassen wird Ihnen die Position für den Adressblock im Brief angezeigt. Sie können die Position des Adressfeldes nach Ihren Wünschen anpassen. Beenden Sie den Serienbriefassistent und klicken auf Fertigstellen. Das Ausgangsdokument speichern Sie im Menü Datei Speichern unter. Der weitere Ablauf erfolgt über die Symbolleiste Serienbrief. Das Ausgangsdokument enthält die Adressfelder und die entstandene dreifache Anrede und zeigt nun die Anredemöglichkeiten für die einzelnen Seriendokumente. In der Symbolleiste Serienbrief klicken Sie auf den Button Individuelles Dokument bearbeiten. Damit erhalten Sie die einzelnen Serienbriefe in einem neuen Fenster. Sie können das komplette Seriendokument ganz wie sonst als Dokument speichern mit Datei speichern oder Datei speichern unter und geben einen Dokumentnamen ein, zum Beispiel Serienbrief fertig.